Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen weiteren Folge GTA. Und warum steigt mein Typ wieder hinten auf dem Motorrad auf? Weil das Motorrad wahrscheinlich jemandem gehört. Toll. Oh, ist das nervig. Ich hab mir auch Wir ein Auto geklaut. Wir holen uns gerade Versorgungsgüter für unseren Bunker. Damit wir die Aufgaben, also die Missionen, die wir in der Mutti haben, auch mal aufwerten können. Genau. Die Mutti ist schon mal, also die Mutti ist echt das Geilste. Ja. Die Mutti hat schon was, ja. Ja, die Mutti ist die Beste, ehrlich. Da geht nichts drüber. Hör auf die Mutti. Ich sag's dir. Hör, was sie sagt, ja. So, wie weit müssen wir denn fahren? Es sind 7,76 Kilometer für mich noch. Für mich 6,4. Okay. Alter, mein Kiefer tut weh. Warum? Ich weiß es nicht, ich habe gerade ein Brötchen gegessen. Mein Kiefer tut jetzt schon seit fast 3 Wochen weh. Oh. Ja, das war, wo ich krank war. Ja. Ich war beim Zahnarzt deswegen. Die haben gesagt, ich hätte eine Kieferhöhlenentzündungen oder sowas. Oh. Und das kommt oftmals, wenn man viel husten muss. Und ich musste ja die ganze Zeit husten. Ja. Du fährst ja eine ganz andere Strecke wie ich. Du musst ja woanders hin, wie es aussieht, ne? Nein. Ich fahr die gleiche Strecke wie du, oder nicht? Fährst du auch nach Wynnewood Water and Power? Ja. Bei mir sieht das so aus, als würdest du eine andere Strecke fahren. Auf meinem Weg ist ein gegnerischer Spieler. Mal sehen, ob er nett zu mir ist. Na, fahr einfach dran vorbei, ohne was zu tun. Ah, nee, der fliegt hier mit dem Fallschirm rum. Oh. Scheinbar. Ich fahr einfach dran vorbei, ohne irgendwas zu machen. Außer er meint, er müsste aufmucken. Dann mucke ich aber zurück. Naja. Oh nein! Bist du ins Wasser gefallen? Ja, aber das Auto fährt noch. Stell dir mal vor, du müsstest den Weg mit der Mutti fahren. Den bin ich doch schon mal mit der Mutti gefahren. Nein. Doch. Den Weg. Einen ähnlichen Weg, glaube ich. Oder den Weg. Ich weiß nicht. Irgendeinen Weg bin ich auf jeden Fall schon mal mit der Mutti gefahren. Oh, jetzt steht er da. Jetzt steht er da. Mal gucken, ob er was macht. Nö, hat nichts gemacht. Fährt er mir hinterher? Nö. Ah, mein Fahrer können schon wieder. Das ist geil. Wo bist du jetzt gegengefahren? Ich habe mich gedreht, weil ich einfach so, weiß ich nicht, über so eine kleine Erhöhung gefahren bin und dann, ja. Okay. Habe ich noch ein Schild rasiert. Ich fahre gerade einen, was ist das? Ein Dundreary Landstalker? Also das ist ein SUV. Familien-Van-SUV. Mhm. Ich fahre einen Rapid Sand King XL Geländewagen. Oh. Zumindest noch zur Zeit. Wie viele Kilometer hast du denn noch? 1,4 genau. Okay, sehr gut. 1,2. Frag mich immer, wie viele Gänge diese Fahrzeuge haben. Ja, manchmal schaltet er 7 mal, 8 mal, 12 mal. Das ist komisch. Ja. Ja, irgendwann muss ja mit dem Schalten Schluss sein, ne? Eigentlich. Okay, hier ist ein anderer Spieler. Ich würde jetzt gerne warten, bis du da bist, bevor ich in diesen mehrere. Sind das Gegner? Oh. Ja. Oh. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hinfahren muss. Ich fahre jetzt Querfeld ein. Weil du hast den Punkt für mich weggemacht jetzt. Soll ich schon mal anfangen? Na, warte.
Alter, wo ist das denn? Du musst doch einfach nur die Straße entlang fahren, die andere, die untere. Alter, wie dumm. Du bist auf der oberen. Ja, ich bin da den Berg hochgeballert, weil ich dachte, das wäre auf dem Berg. Merkt das schon. So. Ich glaube, du solltest mal anfangen, weil der Balken, ja, der leert sich. Ich weiß, das tut er, weil ich angefangen habe. Achso, gut. What? Was? Ich wurde gerade volle Lotte umgeballert. Ja, nee, nicht umgeballert, sondern angeballert. Nur von wo? Achso, man muss auch die Fahrzeuge kaputt machen. Ah ja, ist klar, ey. Bist du da? Fast. Mach du dann mal die Fahrzeuge kaputt, mach ich, die vor der Tür stehen. Mach ich. Alter! Oh, da kommen noch Autos angefahren. Mhm. Oder nee, das ist ein Helikopter. Pass auf. Was denn? Ich bin gleich tot. Ja, ich bin gleich tot. Oh. Ich kann nichts machen, ey. Oh, ich wollte ihn gerade abschießen. Ich sehe die Helikopter gar nicht. Da. Komm hier hin, Alter! Bin auf dem Weg! Wir haben nicht so viel Zeit. Ich weiß, ich bin auf dem Weg. Sind das richtig gegnerische Spieler oder sind das auch Bots? Nein, das sind Bots, alles. Okay. Also die, die da sind. Viele sind ja auch schon tot, aber wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Wir müssen hier auf jeden Fall einige zerstören. Achtung! Geh mal einen Schritt zur Seite. Ja. Oh. Müssen uns beeilen, Alter. Ich gehe nach hinten. Kümmer du dich um die vorderen, ja, Sachen. Ups! Alter! Er hat meine Granate, also meine Haftbombe, die ich geworfen habe, in meine Hand weggeballert. Oh. Oh oh. Wird knappi. Hä? Was denn? Ich bin schon wieder tot. Oh, da ist nur noch eine Sache. Eine Sache. Wo ist schnell, die? Beeil dich! Ganz hinten! Was ist das? Eine Kiste! Oh. Warte! Ja, ich bin tot! Ist egal, ich hab's kaputt gemacht. Ja, wir sind soweit eigentlich in Ordnung. Was müssen wir jetzt machen? Hol die Produktionsvorräte ab, alles klar. Hast du eine Markierung gesetzt? Mhm. Warum sehe ich die nicht? Weil du nicht im gleichen Auto sitzt. Ah, die ist ja schon hier vorne. Ja, ja, die ist hier direkt um die Ecke. Du beschützt mich? Ja. Sehr gut.
schnell nach außerhalb der Stadt kommen, damit das globale Signal erst außerhalb der Stadt erscheint. Ja. Oh, da ist direkt einer. Also ein richtiger Spieler. Ah, der ist aber auf der Autobahn. Oh, auf die wir auch drauf. Nee, wir fahren nicht auf die Autobahn. Siehst du den Punkt, wo wir hin müssen? Ja, aber ist bei mir nicht markiert. Nicht Fahrfolge, sozusagen. Also, okay. Ich habe kein Navi. Okay. Okay, die sind online. Das globale Signal, meine ich. Ja. Du ins Feld gefahren? Nein, ich wurde weggerammt. Ach so. Ich bin tot. Ja, ja, nicht schlimm. Solange kein Spieler in der Nähe ist, ist das alles kein Problem. Wie heißen die Fahrzeuge nochmal? Kuruma. Gepanzerte Kurumas überall, ey. Oh. Nee, die sind nicht gepanzert, die sind normal. Ja, gepanzerte normale halt. Du kannst in gepanzerte Kuruma zum Beispiel kannst du gar nicht reingucken. Weil die haben alle Fenster zu, sozusagen. Alter, da bist du schon. WCF. Ich hab meine Verfolger ausgeschaltet. Dürften dir gleich auf der Straße... Oh nein, schon wieder zwei Kurumas. Ich hasse Kurumas. Ich beeile mich. Oh, ich bin gleich tot. Okay. Ich werde verfolgt. Von? So einem Ballerwagen. Spieler? Ja. Okay, dann beeile ich mich. Dann kümmere ich mich nicht erst darum, dass die meine Verfolger tot sind. Dann muss ich halt irgendwie so versuchen abzuhauen. Der ist direkt hinter mir. Es wird nicht lange dauern und ich kratz ab. Ich versuche mich zu beeilen, dass ich vor dem, bevor der mich erwischt, ankomme. Er verfolgt mich, aber er hupt nur und greift mich nicht an. Okay. Komisch. Vielleicht wieder eine, vielleicht will er uns nur helfen. Ah, ich sehe dich da unten. Siehst du mich auch, wie ich auch verfolgt werde? Ja, ja, ich sehe den auch daneben, ja, ja. Ich bin jetzt in dem Tunnel drinne unter dem Berg. Ja. Fahr mal langsamer, fahr langsamer. Mach ich. Der braucht nicht so schnell auf uns aufschließen. Oh, oh. Hä? Ich bin extra falsch gefahren, aber er fährt genau dahin, wo er hin muss. Also zu mir. Ja. Kein Problem. Bin gleich da. Wenn ich Glück habe, kommt er mich nicht. Ich fahre jetzt nämlich auch querfeldein. Haha.
ist ganz weit weg. Kann ich in meiner Nähe. Ja, der ist extra stehen geblieben, aber ich glaube, der will uns nichts tun. Besser gesagt, er kann uns nichts tun, weil sein Gunner ist nicht da. Er kann nur schießen, wenn da oben einer drinne sitzt. Jo, abgeliefert. Sehr gut. Sehr nice. Was ist denn das? Was denn? Achso, höchste Geschwindigkeit. Einmal Produktion können wir auf jeden Fall jetzt noch. Dann dürfte es wieder voll sein, so gut wie. Ja. Machen wir. Ich komme angefahren. Verfolgt er dich noch? Naja, der ist halt in meiner Nähe, ne? Die höchste Geschwindigkeit mit einem Bodenfahrzeug. Boah, das ist schon schnell. Schießt auf mich! Das war ich. Ach so. Warum bin ich denn jetzt auch drinne? Ich hab dich reingeholt. Ich bin wieder rausgegangen. Achso, ich hab dich extra wieder reingeholt. Aber dann bin ich mal gespannt, was wir heute Nacht aufnehmen können, wie viele Folgen. Oh, das werden wir dann sehen. Das wird bestimmt auf jeden Fall, haben wir wieder viel. Ordentlich was im Petto. Ja, das wird viel werden. Finde ich gut. Ja, er fährt weg. Okay. Mir fehlt nur noch, kaufen Sie diese Verbesserung, um bessere Ausrüstung zu installieren. Produktion und Forschung werden beschleunigt gesammelt, bla bla bla. Weißt du? Das habe ich als zweites gemacht nach Personal. Okay. Oh, jetzt wendet er am Strand. Was macht der Typ da? Oh, er kommt wieder zu uns. Okay. Und danach können wir wahrscheinlich mal ganz kurz die Mutti rausholen, um zu gucken, was Sache ist. Right out of the playbook. What we need. Oh. Nein. Boah, ist das weit. Wo ist denn das? Aussichtspunkt. Ach du meine Güte. Wo müssen wir denn hin? In die Stadt runter. Echt? Mhm. Erreiche einen 4-Sterne-Fahndungslevel sollen wir machen. Hä? Nein. Steht bei mir. Bei mir steht, begib dich zum Aussichtspunkt. Bei mir nicht. Also wir müssen zwei verschiedene Sachen machen. Okay, alles klar. Dann fahre ich zum Aussichtspunkt. Mach das. Dann mach du doch dann fahr du doch in die Militärbasis. Kriegst ja sowieso Sterne. Ja, mach ich jetzt. Sind wir eigentlich böse, wenn wir Leute die ganze Zeit abweisen, die uns eigentlich helfen wollen? Eigentlich bist du da nicht böse. Du musst ja nicht. Ne? Du musst ja, und wir tun ihm ja auch nichts. Genau. Du bist ja nicht gezwungen, seine Einladung anzunehmen. Genau.
wieder die Todeskurve. Wusch. Perfekt genommen. Wie viele Sterne? 4 Sterne brauchst du? Ja, ich hatte eben gerade 3. Und dann wurde ich gekillt. Einfach in die Militärbasis, dann geht das, glaube ich. Ich hoffe es. Nicht, dass das dabei deaktiviert ist. Aber dann musst du dir aus der Militärbasis auch einfach nur einen Panzer schnappen. Schon hast du es. So, 1 Stern habe ich schon mal. Ja, Gesundheit! Hey, Dankeschön! Ei, verpübsch nochmal! Ei, verpübsch nicht! Oh, verdammt, Alter, das hat mir gerade die Nebenhöhlen richtig weggepustet, ey. Durchgelüftet. Ja. Ich muss zu einem Aussichtspunkt. Aber ich frage mich, warum wir was Unterschiedliches haben und was. Ich kann ja verstehen, wenn wir zu unterschiedlichen Punkten fahren müssen, aber dass wir auch so unterschiedliche Missionen im Grunde haben. Ups! Was? Ich bin aus Versehen ausgestiegen. Ich Idiot. Ich bin gerade gegen jemand gefahren, weil ich es auf mein Handy geguckt habe. So, ich bin in der Militärbasis. Hab 3 Sterne. Nur? Ja. Gut, dann musst du da noch ein paar Leute abknallen. Versuch mal einen Panzer zu bekommen. Mit dem Panzer solltest du eigentlich problemlos 4 Sterne kriegen. Wenn nicht sogar 5. Ich hab 4. Stehl die Produktionsvorräte. Okay. Ach nee, ich muss jetzt. Du musst jetzt was gleich denn? Hier reinfahren, oder was? Wo rein? In die Militärbasis, oder was? Warum? Ja, weil. Guck mal, wo der Punkt ist. Hä? Mein Punkt ist immer noch in der Stadt. Okay. Im gleichen Punkt wie vorher. Aber da steht direkt ein Spieler daneben, das stört mich so ein bisschen. Oh shit, die Bullen verfolgen mich immer noch. Lenk die Cops weiter ab. Ja klar! Ach, du musst die Cops ablenken! Ja! Ich kann nicht stehlen, solange du kein großes Fahndungslevel hast. Hab ich jetzt, du kannst es jetzt stehlen. Ja, ich muss aber erstmal da hinkommen. Wenn Bullen fliegen, habe ich jetzt Gold erreicht. Naja, das habe ich auch. Hast du einen Panzer? Nein. Weil aber ich bin eben gerade in der Basis gestorben. Du bist jetzt auch gestorben. Ja, ich sterbe die ganze Zeit, weil ich dauerhaft nur noch von der Polizei verfolgt werde. Die wissen sofort, wenn ich wiederbelebt werde, wo ich bin. Und verfolgen mich dann wieder. Und jetzt hole ich mir aber einen Panzer. Jetzt fahre ich da rein und hole mir einen Panzer. Du musst die Polizei ablenken, Alter! Ich hab 4 Sterne! Ja, die sind bei mir. Falsches Auto! Oh oh, hier will mich jemand killen! Jetzt! Mann, Jan! Ich hab ein Kopfgeld von 1000. Und ich hab ganz viele Verfolger, weil ich 4 Sterne habe!
Auch? Ja. Aber warum? Wenn du wahrscheinlich 1 Stern hast, habe ich nur noch 3. Und wenn du 4 Sterne hast, habe ich 0. Ich habe 4 Sterne, immer noch. Ach so. Okay. Immer noch? Ja. Ich hab 4. Das Schlimme ist, ich bin in der Stadt und hier wimmelt's nur so von anderen Spielern. Und das globale Signal ist jetzt raus. Und da kommt ein Heli auf mich zu. Oh nein, oh nein. Spieler-Heli. Jo, der macht mich gleich tot. Oh, er ist verschwunden. What the shit? Straßensperre mit gepanzerten Trucks. Okay. Fahr weg! Can we Nein! Get Ben? Oh, da was? Ist ein Modder, oder fragt der eine Modder den anderen, can we get Ben? Auch gut. Kannst du versuchen, in meine Nähe zu kommen? Nee. Warum? Ich werde voll hart verfolgt, Alter. Ich bin aus Versehen aus dem Jet ausgestiegen. Ich hätte mir einen Jet geklaut. Ja, du bist tot. Trotzdem versuche ich. Wer weiß, wie lange ich das hier durchhalte. Was musst du denn machen? Ich muss jetzt zum Bunker fahren, aber ich werde voll hart verfolgt. Ich sterbe nur noch, Alter. Ich kann nichts machen. Ich kann rein gar nichts machen. Ich sitze zwar in einem gepanzerten Truck, ne? Ja. Aber dieser gepanzerte Truck hält auch nicht ewig. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, der ist arschlangsam. Ja. Toll. Ah, vielleicht muss ich mit meinen 4 Sternen zu dir rüberkommen. Und dann? Ja, und die Bullen folgen mir dann. Möglich? Du sollst sie ablenken. Das steht ja da. Das ist durchaus möglich. Deswegen habe ich ja gesagt, komm mal zu mir rüber. Alleine nur, um mir ein paar Bullen vom Arsch wegzuziehen. Ich kann nichts machen, das ist das Problem. Ja, wo spawnst du denn die ganze Zeit? Am Militärbasis. Ja. Und wenn, sobald ich spawne, bin ich wieder tot. Oh, das ist natürlich schlecht. Im Moment habe ich eine gute Geschwindigkeit. Aber jetzt kommt eine Straßensperre. Wird dich ja aufsammeln, ne? Aber wer weiß, wo du da stehst. Am Strand in der Richtung sozusagen. An der Straße? Nein. Das ist schlecht. Oh oh. Hier doch am alles. An der Straße bin ich jetzt. Ich sehe dich. Ja. Fahr einfach. Ja, ich kann nicht fahren. Also, warum? Weil die Bullen mich in die Klemme nehmen. Jetzt habe ich den einen gedreht. Oh, du hast auch ein Auto. Sehr gut. Ja, und ich bin tot. Mein Gott, ihr Scheiß Arschgeil. Ich bin auf der Militärbasis gespawnt. Ja, dann hol dir einen Jet und hau ab.
Und wenn ich das überlebe bis dahin? Wenn du das überlebst, ja, aber versuch's. Ich weiß, dass oh Mann, der Helikopter. Die Panzerung des Wagens noch hält. Noch. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich am Ende die Bullen loswerden muss, bevor ich die Waren wegbringen kann. Musst du. Ja, dann schaffe ich das nicht. Dann musst du mir helfen. Deswegen hole ich jetzt einen Jet. Naja, ich weiß nicht, ob der Jet das Richtige dafür ist, wenn du die ablenken musst. Die folgen dir doch dann nicht, oder? Nee, ich baller die nieder. Ja, du, so viele kannst du nicht niederballern, wie hier spawnen. Funktioniert nicht. Meinst du? Leben. Ja. Und ich bin tot! Ich kann nichts machen, Mann! Wie dumm ist das denn? Ich krieg noch nicht mal Fahrzeuge, weil hier kein Fahrzeug spawnt. Und wenn hier ein Fahrzeug spawnt, dann bin ich schneller tot, als ich gucken kann. Oh, holt sie, Modder. Die sich alle drauf feiern, dass sie scheiß Modder sind, ey. Macht doch da gar keinen Spaß mehr. Ja. Will ich doch das auch irgendwie selber verdienen, oder? Eigentlich schon. Alter, jetzt geht mir doch nicht auf den Sack, Mann! Wie scheiße ist das denn? Was ist das für eine verkackte Mission? Ja, häng die Cops ab. Alles klar. Ja, ich kann nichts machen, Alter. Ich habe keine Munition mehr, nix. Ich komme hier nicht weg. Ich habe keine Bullen mehr. Toll. Ja, geil. Das bringt's jetzt auch. Wenn du keine Bullen hast, ist doch super. Komm doch hier hin einfach. Ja, bin doch auf dem Weg. Jetzt. Ja. Oh. Jawohl. Ich habe im Moment keinen Verfolger. Also ich werde im Moment nicht von der Polizei verfolgt. Sehr gut. Jo. Alles klar. Ich gebe mal ab, ne? Jo, mach das. Und fertig. Sehr gut. Oh. Am Ende kam aber auch keiner mehr. Die ganzen Helis, mich haben ja, glaube ich, 6-7 Helis verfolgt oder so. Die ganzen okay. Helis waren weg. Nur noch zwei Streifenwagen. Die habe ich rausgeschossen. Ja. Und dann bin ich am Strand gefahren, habe da mich hingestellt und dann kam keiner mehr. Das ist sehr komisch, ey. Ich wurde die ganze Zeit nur belagert. Ich konnte nichts machen. Wenn ich ein Auto hatte, dann haben die so krass auf mich geballert. Unnormal. Okay, guck gleich mal, ob du Mutti-Missionen machen kannst. Ja. Weil wir haben volle Vorräte. Oh. Krass. Valued customer, you have been selected as a potential beneficiary of our interpersonal conflict resolution unit. Once we receive payment, a highly skilled team of Meriwether peacekeepers will be dispatched to the location of your target. Where they will initiate a sustained period of comprehensive conflict resolution. La 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 la. Du kannst auch reinkommen, ne? Du kannst die Mutti auch von innen bedienen, von drinnen bedienen. Ja. Mutti, wir kommen! Die Mutti. Mal schauen, was die Mutti dazu sagt.
Bist du schon in der Muddy? Ja. Jetzt auch. Oh, hier steht ja ein Auto drin. Alter! Ha? Hatten wir den Halbketten-Tyrann schon? Der hinten Kettenräder hat? Ja. Ja, hatten wir. Gut, dann haben wir den nächsten. Der nennt sich Fluchtplan. Okay. Ja, das wird eine extra Special-Folge, diese Folge. Wir werden sie euch nachher zeigen, sobald wir ja, sie aufgenommen haben und hochgeladen haben. Denn diese Folge ist jetzt zu Ende. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Ciao. Tschüss.